Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal. Und zwar geht es weiter im Risen 3 Bestiarium mit dem Höllenhund. Ja, heute kam der Höllenhund hier zum Vorschein und wie ihr im Hintergrund schon seht, eine verdammt geil designte Kreatur. Also generell allein von dem Anblick, ich kann es mir schon so gut vorstellen, nachher in dem Spiel drin, nachher wie im Hintergrund dieser Rauch dann so geil am Qualm ist und so weiter, wie er so mitzieht und so weiter, ey, das stelle ich mir so bombastisch vor in Kämpfen. Das ist bestimmt eine richtig geile Kreatur. Unter anderem, die Kreatur ist 80 Kilo schwer, kann klettern. Beim Angriff muss man halt auf einen Sprung von ihm, der sich gefasst machen, halt so eine Art Bissattacke, quasi mit einer Bissattacke springt er quasi auf dich zu, er fixiert die Kehle, dass er dann dort schön das Blütchen herausschlürfelchen kann und ja, man findet ihn oft auch mal in Rudeln oder halt auch bei einem Gegner, der noch stärker ist als er, mal als Wachhund quasi, ne? Also zum Beispiel, man kann sagen, wenn man irgendwie jetzt einen Endboss als Fight gerade irgendwie hat, dann ist das meistens eine Kreatur, die halt bei diesem Endboss dann so ein bisschen am Chillen ist und halt drauf wartet, bis man halt kommt und er ist dann quasi der, der euch vorgeschickt wird und erstmal ein bisschen für Ruhe sorgen soll, so, ne? Also, ich glaube, das Viech ist, kann man so ein bisschen vergleichen mit einer Aschebestie, glaube ich, damals, ne, aus Risen. Ich glaube, ja doch, eine Aschebestie kann man schon vergleichen damit, so. Ich glaube, so ein bisschen in die Richtung. Denn, ich glaube, nur normales Wölfchen ist das nicht, ne? Das, glaube ich, steht schon mal fest. Na gut, okay, gut. Dann, Link in der Videobeschreibung, denkt dran, ihr könnt auch nochmal alles durchlesen und das Bild nochmal anschauen. Und, zum Schluss weise ich nochmal auf das Gewinnspiel von Risen 3 hin, Link in der Videobeschreibung. Und dann würde ich auch schon sagen, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Risen 3 Bestiariums Teil. Und, sehen wir uns also nächste Woche wieder oder im Let's Play. Bis dahin, haut rein und tschüss!